Und hier gab es eine Stelle, hier oben in diesem Baumhaus, die hat man permanent und ständig vergessen und übersehen. Und wenn man das erste Mal auch wirklich ohne Lösung gespielt hat, Monkey Island 2, dann ist man wirklich dran verzweifelt, weil es hier etwas gibt, was man braucht, aber überhaupt nicht sehen kann. Und zwar hier hinten. Wo man nicht mal sieht, dass man überhaupt hingehen kann. Also nehmen wir das Teleskop gleich mal mit, bevor wir uns tot suchen, und verlassen hier die Szenerie wieder, weil es sonst hier gar nichts gibt. Und da sind wir wieder. So, Jojo haben wir noch und wir haben auch das Teleskop. Dann können wir uns auf die Reise machen. Zurück nach Fat Island. Ey, wo willst du hin, Mann? Willst du wirklich nach Fat? Ey, komm, ich bring dich dahin. Und wieder mal. LeChuck, Sir? Ich wollte nur mitteilen, dass wir mit dem Bau der neuen Folterkammer fertig sind. Sehr gut. Hast du sonst noch etwas zu berichten? Nein, eigentlich nicht, aber nun, da ist noch eine Kleinigkeit vielleicht. Hat es mit Guybrushs Gefangennahme zu tun? Nun, irgendwie schon. Du hast zugelassen, dass er das zweite Kartenstück findet, wie? Du Narr! Bereite dein Schiff vor und segle ihm nach! Finde ihn oder stirb! Ach, der LeChuck, das ist eine erfrischende Persönlichkeit. Immer wieder freundlich, immer wieder nett. Und wir schlagen uns jetzt nochmal hier durch den Dschungel zu einem bekannten Wasserfall, wo wir bereits einmal waren. Ach ja, da hinten. Und da geht's nochmal nach oben, auch da waren wir schon mal, aber diesmal haben wir ja den Affen Jojo mit dabei. Und der... Und der wird's schon richten. So, ab geht's. So, dann will ich mal hier... Aber... So, Schraube lockern. So, ja, ja, ja. So, und jetzt noch den Affen vergewaltigen. Ah, das war gut. So, der Affe ist vergewaltigt und wir können jetzt beruhigt wieder den Pfad hinuntersteigen. Und haben den Wasserfall deaktiviert. Gehe zu neu entdecktes großes Loch. Und hier sieht es übrigens für Piratenzeit, sieht es hier ein bisschen zu technisch aus, möchte man sagen. Aber das ist, glaube ich, schon eine Anspielung auf das, ich sag mal, auf das sehr eigenwillige Ende von Monkey Island 2. Eine kleine Anlehnung schon mal und eine kleine Vorbereitung oder wie auch immer. So, wir sind auf der anderen Seite auf der Insel angelangt und können jetzt das Häuschen da oben endlich erreichen. Und werden begrüßt von einer grotesken Statue. Es ist eine groteske Affenstatue. Und die hat auch eine Plakette. Da steht drauf, Moment. Wenn ich weit sehen kann, bist du nah dran. Ah ja. Und weit sehen, naja, da hätte ich vielleicht was anzubieten. Kommt aber später noch. Erstmal müssen wir mal gucken, können wir da das Fenster öffnen? Es klemmt. Scheinbar nicht, aber die Tür bestimmt. Ha. Ja, was willst du? Ich verkaufe diese wunderbaren Lederjacken hier, guck mal. Und was willst du wirklich? Ich hörte von dem Kerl, der hier mal gelebt haben soll, weißt du? Ich wusste es. Das ist unklar. Er hat die Schnauze voll von euch, möchte ja einen Schatzsucher. Er hat dieses Haus erst vor 2 Monaten her. Ne? Und jeden Tag höre ich immer wieder, klopf, klopf, das ist hier zu, die alte Schatz. Warum könnt ihr einen einfachen Piraten im Rentenalter nicht zu viel lassen? Aber ich fasse auch nichts an, versprochen. Nein,
Ach bitte. Ich sagte nein. Bitte, bitte? Lass mich in Ruhe. Aber ich will doch nur mal eine Minute herein, bitteschön. Ich will nicht mehr belästigt werden. Ich bin Guybrush Threepwood. Stirb! Also, kämpfen willst du, ja? Ein Schwertkampf ist was für Feiglinge und Muttersöchen. Ach, sie geben schon auf? Das ist ja viel einfacher als im ersten Teil. Ich habe eine bessere Lösung für solche Probleme. Echte Piraten klären solche Fragen mit einem Trinkwettbewerb. Mit einem Trinkwettbewerb? Komm rein! Ich reite alles vor. Es ist mein Spezialdruck. Er ist nur für Wettbewerbe und hat doppelt so viel Alkoholkalorien. Ich hasse Sachen zu verschwinden. Hier ist dein Drink. So, ich speichere mal ganz kurz zwischendurch ab. Und nenne es mal Wettsaufen. Kennt man ja abends mit der Familie, wenn man zum Abendbrot sitzt, einfach mal Wettsaufen. So. Was ich bisher hörte, hat noch niemand diesen Grog getrunken, ohne sich schwach zu fühlen. Aber ich halbt. Weißt du, die weiße Schatzsucher gehen wieder, wenn ich sie drum bitte. Ja, aber du hältst es durch. Damit wirst du noch weit kommen, mein Jungelchen. Aber leider nicht mein Haus. Sicher, dass du nicht aussteigen willst? Nein, danke. Ich kenne das Spielchen. Also, du trinkst zuerst. Na gut. Wie ich mir lachte. So, und auf geht's. Nicht so laut. Auf geht's zur zweiten Runde. Wie? Okay, bringen wir es zu Ende. Komm rein! Ich bereite alles vor. Ich glaube es nicht. Du kommst nochmal. Sieh mal, Leute, geh auf und komm wieder. Mir ist es so am liebsten. Liebsten. Nur die Verhandlung meinst es erst mit dem Wettbewerb. Das respektiere ich. Also hier ist ein Drink. Schon mal aus dem einen Westen probiert. Der ist samtweich wie ein Kapitänshut. Aber der rutscht wie Feuer durch den Schlund. So, alles ist weg. Schnell zurück. Ich hatte mehrere Kisten davon. Ein Tag lang. Sicher, dass du nicht wieder aussteigen willst? Nein, danke. Ich bin nämlich ein Profi, weißt du? Also, du trinkst zuerst. Na klar. Erfrischend. Nun bist du dran. Na, das war ja einfach, wenn man zufällig noch eine Flasche bei Nagrock dabei hat und beim Wettbewerb schummelt. Er ist leer und die Krüge sind leer. Und die können wir sogar mitnehmen, ist ja schön. Ich lasse ihn lieber hier für Rum Rogers stehen. Also das hier ist wahrscheinlich Rum Rogers. Und da ist eine Falltür. Wie die ich als Junge mal hatte.
Können wir die benutzen? Das klappt so nicht. Und die haben ein Schnapsschränkchen. Er scheint das Zeug zu mögen. Können wir das mitnehmen? Das kann ich nicht nehmen. Schade. Und hier haben wir noch Flaschen voll Rum. Auf allen steht Rum. Treiber. Die sind halb leer. Können wir die nehmen? Ich hab's nicht so mit Alkohol. Gut, jetzt haben wir zwar den Typen weggehebelt, aber ich weiß noch nicht genau. Da müssen wir erstmal das Teleskop auf die Statue ballern. Und das Licht trifft aufs Fenster. Das ist noch nicht so richtig optimal. Das heißt, wir öffnen nochmal das Fenster. So, und jetzt benutzen wir das Teleskop nochmal mit der grotesken Statuette. Und hoppala! Geht durchs Fenster und trifft auf einen leeren Spiegelrahmen. Aber auch gegen leere Spiegelrahmen haben wir was, nämlich ganz zufällig hier diesen handzahmen, diesen handschönen, nee, die formschönen Ikea-Spiegel. Und der passt auch zufällig exakt rein. Und jetzt nochmal das Ganze von vorne. Ja, Moment, hier und jetzt, heppala! Aber das ist auch noch nicht richtig. Was ist denn da jetzt noch falsch? Habe ich irgendwas vergessen? Vielleicht? Also ich meine, das Ding hat ja jetzt richtig durchs Fenster und tralala. Ah, nee, das ist einfach nur der andere. Ich dachte mal, das wäre der andere Stein. Aber es ist doch der andere. So, zack. So, und da sind wir jetzt im Keller. Und da sitzt ein Skelett in einer Badewanne. Es ist ein Skelett mit einem Stück einer Karte. Das wir natürlich auch gleich mal nehmen. Das macht 3 Kartenstücke, fehlt nur noch 1. Er starb wohl, als er ein Bad nahm. Und hier haben wir noch eine Rutsche, wozu die gut ist. Jedes Haus sollte sowas haben. Die kann man nämlich noch irgendwie drücken. Aber ich glaube, das war nur dazu, wenn man das nächste Mal durch die Falltür fällt, dass man gleich hier durch das Loch hinausgeschossen wird. Aber das können wir jetzt ja eh machen. Also insofern... Ach doch, gehen wir mal wieder zurück. Wir haben jetzt das 3. Kartenstück und jetzt fehlt nur noch das 4. Und ich frage mich gerade, wo es das gab. Ich glaube, ich hab's noch so im Kopf. Aber dazu müssen wir noch auf eine andere Insel und da noch ein bisschen was erledigen. Und zwar auf Scab Island. Hey, wo willst du denn diesmal hin, Mann? Natürlich auf Scab Island. Tief in, hatten wir das nicht schon mal? Verdammt hier. Lago. Tja, Sie haben mich gerufen? Stimmt es, dass Guybrush das 3. Kartenstück gefunden hat? Ja, Sir. Ich war gerade dabei, zu... Warum hast du es mir nicht selber gesagt? Nun, ich wollte erst ganz sicher sein, dass er wirklich, wirklich... Lago! Du warst viele Jahre meine treue rechte Hand. Aber ich lasse dich an deinen eigenen Gedärme aufknöpfen. Wenn du mir nicht Guybrush bringst, bevor er diesen Schatz findet.